Metal-Leute, Servus! Metal Helsinger geht endlich weiter. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Aufnahmestress, von wegen Umzug und so, habe ich auch in einem anderen Video schon erwähnt. Aber jetzt machen wir endlich weiter, wir gucken uns die Hölle in Kaustis heute an. Eventuell noch mit den Marterungen dann, je nachdem wie weit wir kommen in diesem Video. Erstwaffe nehmen wir mit, Zweitwaffe... Achso, ich habe nur Erstwaffe. Okay, dann nehmen wir glaube ich... Nehmen wir die Schrotflinte mit. Das lassen wir mal drin. Das gefällt mir ziemlich mit dem Serienwahrer und so. Und erstmal kleines Intro-Video wieder. Da geht was ab. Die Frau hat richtig schlechte Laune, würde ich mal sagen. Now the ritual of spears was supposed to bind a spirit in perpetuity. Ouch. At least that's what they was hoping for. Nope, verarscht. No! No! Ah, jetzt geht's wieder gut ab hier. Yep. Let me tell you, that was not the finale hell was hoping for. Ja, das sieht ganz danach aus. And after that, prophecy or no prophecy, we had the judge's full attention. Natürlich vielleicht noch einen Ticken dunkler machen, oder? Na, wohl, geht, geht. So. Sind wir gleich drin? Eventuell cutte ich den Ladebildschirm raus. So, jetzt Hölle betreten. Attacke. The Devastation mit Matt Heavy von Trivium. So, so. Okay, das fängt schon wieder gut an. Sehr geile Sache. Ach, ich habe schon wieder richtig Bock. Ich habe schon wieder richtig Bock. Wie man unschwer kennen kann. Das ist so ziemlich meine Musik. Deswegen wird es hier wahrscheinlich wieder gut reinscheppern. Nur das mit der Laberei und Takt halten und zocken habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ist nicht ganz so einfach. So, jetzt. Mensch. Diese Ekelviecher. So, jetzt aber weg mit dir. Der könnte von mir aus ein bisschen mehr rumgrölen, der Gute. So, wo geht's denn weiter hier? Hier nicht. Hallo? Ja, jetzt ist der Gesang weg, aber ich weiß nicht, hier oben geht's weiter, oder? Aber irgendwo fehlen noch Gegner, so wie es aussieht. Versteckt sich wieder irgendwo einer. Okay. Oder hier? Ah ja, dann gehen wir halt nach unten. Nicht auf die Seite weiter, sondern nach unten. Das geht natürlich auch. Ist neu. Schildtypen sind auch stressig. So. Weg mit euch. Gegners. Wo sind die Gegners? Gehen wir mal weiter. Ah ja, da vorne ist auf jeden Fall was los.
so, weg mit euch. Ah, ich hätte mich heilen sollen. Naja, hab ja noch ein bisschen Leben über. Sieht noch ganz gut aus soweit. Ach, da hängt ein bisschen was. Schön, dann nehmen wir das halt mit. Hier fand wirklich irgendeine düstere Magie. Hör doch auf. Okay, das ist ein neuer Gegner auf jeden Fall. Oh, und da ist eine neue Waffe, oder? Sie nahm die Höllenraben. Oh mein Gott. Aha. Also Doppelbumerang in dem Fall. Ups. Okay. Interessantes Gameplay mit den Dingern. Gefallen mir aber sehr. Ja, die sind richtig trollig, die Dinger. Die finde ich richtig gut. Die treffen auf dem Rückweg teilweise auch noch. Hör auf. Ah, jetzt. Oh, ich will die ganze Zeit nachladen, aber geht gar nicht mit den Dingern. Weg mit dir. Ah, ups, da hat sie komplett verrissen. Das war so nicht geplant. Also ich habe gar nichts dagegen, dass es so jetzt passiert ist. Noch so einer. So, raus mit dir. Achso, kriege ich hier Schaden oder was? Hä? Komisch. Die ganze Zeit unterbricht die Taktserie, wenn ich über das Ding laufe, habe ich so das Gefühl. Ja, diese Höllenraben sind auf jeden Fall ziemlich cool. Die werde ich eventuell dann... Ah, hier waren wir, oder? Dann ist es jetzt wahrscheinlich der andere Weg. Oder muss ich schon wieder hier runter? Down, down, down. Okay. Immer tiefer in die Mine. Gut, die Range ist halt... Jetzt aber ganz ruhig bleiben. Die Range ist halt nicht die allerhöchste, weil das sind ja so Boomerang-Dinger, aber es geht einigermaßen. Okay, stopp. Ganz auf. Was ist das? Ach so. Da geht's bergab. Cool. Ach so, jetzt weiß ich, was der auf die zaubert. Der macht ihn zu komische Dingen, Stacheln, und dann explodieren die, glaube ich, oder so. So wie es aussieht. Wo sind denn die ganzen Gegner jetzt wieder? Da hinten. Weg. Weg. So, können wir jetzt weiter oder nicht? Nee, noch nicht so wie es aussieht. Ich habe immer noch keine gute Strategie für diese Viecher, deswegen probiere ich immer hinter sie zu springen. Ich habe keine Ahnung, wie ich denen das Schild aus der Hand hauen kann. Ich glaube gar nicht. So. Weg hier. So, das hätten wir. Das ist hier. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ja, Musik fetzt, wie immer. Ich bin mal gespannt, wann die Hölle kommt mit dem Song von Serge Tankian von System of a Down. Da bin ich mal sehr gespannt. Ups. Oh, was ist das? Ein Wirbelsturm. Ich mache mit den Dingern einen Wirbelsturm um mich rum. Das ist ja auch übel. Gut zu wissen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den nochmal aufladen kann, bevor der Boss kommt. Sonst... war das gerade ziemlich fail?
Oh, du bist auch neu. Was ist das? Hör auf. Ich glaube, du spinnst. Ja, die Range. Die Range ist der einzige Nachteil an dieser Waffe, sonst ist die ziemlich nice. Die macht auch guten Schaden. Oh Gott, ich muss mal hier weg. Hat sie jetzt ohne meine Hilfe verrissen oder wie? Wahrscheinlich kam der Bumerang zurück oder so. So, hallo, hallo? Ah ja. Da ging es bergab. So, weg mit dir. Den hat's wieder alleine verrissen. Ups. Raus. Ah ja, da unten. Eine hässliche Fliege. So, weg. Da oben wieder. Ui. Ja, mit dem Takt halten läuft gerade nicht so mega, aber die Waffe ist auch relativ neu. So, jetzt aber. Das lief nicht schlecht. Mensch. Stopp. Ah ja, endlich sinkt mal wieder einer. Ja, ich muss nach oben. Doof. Komm, weg mit dir. Heieieiei. Geht wieder böse ab. Also reden, Takt halten, spielen und in die Kamera gucken. Multitasking. Level 9000. Aber egal, wir sind dran, wir bleiben dran. Es läuft ja einigermaßen, wir sind noch nicht gestorben. Sagt er jetzt noch. Schauen wir mal, was noch kommt. Riecht nach Bosskampf. Riecht nach Bosskampf, ja. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Mit diesem Ding. Mit diesen Dingern, den Bumerang-Dingern. Wenn nicht, wechseln wir halt auf die Flinte. Mal schauen. Gut, der Boss-Sound oder der Boss-Song ist wohl immer der gleiche. Aber ist ja egal. Scheppert gut genug rein. Wir wissen genau, wie das ausgeht, gute Frau. Ach so. Au. Oh. Du kannst sie namenlos noch zweimal wieder aufstehen lassen. Bei einer Wiederauferstehung wird ein Teil deiner Punkte als Opfergabe abgezogen. Ja, nicht so geil. Ich stehe auch noch voll in diesem Laser drin. Ups. Ja, ich muss aufpassen, was ich mache, Mensch. Da hängt noch Heilung, falls ich brauche. Achso, die schickt jetzt Gegner rein. Okay. Nur so kleine Stinker, das geht ja noch.
immer noch nicht. Ah doch. Oh Gott. Fängt jetzt wieder an auszurasten, die Gude. Sieht so aus. Ich werde, glaube ich, mal hier in Deckung gehen. Geht das? Das geht nicht. Dann machen wir es anders. Ja, und jetzt ist sie K.O. Was macht sie jetzt? Schickt sie wieder Gegner rein. Kleine. Ja. Oh, oder nicht nur kleine. Heilen. So. Raus mit euch, ihr Fische. Haben wir alle. Wo ist denn das Heilzeug hin? Ist das alles weg oder was? Ich habe das doch nicht alles gefuttert gerade, oder? Oh, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wie soll ich das schaffen, Mensch? Vielleicht hätte ich das doch nicht mit dieser Waffe machen sollen, sondern eventuell doch mit der Schrotflinte oder die Pistols. Wir könnten es noch schaffen. Oh Mann. Oh Gott. Wieder komplett aus dem Takt raus, Mensch. Haben wir es geschafft? Gott sei Dank. Menschenskinder, also das war bis jetzt der so ziemlich ekligste Bosskampf im Spiel. Rise, Rebel, Resist, freigeschalten. Neue Hölle, Gehenna. Neue Marterung, da gucken wir jetzt noch rein. Die Zeit haben wir noch. Neue Entdeckung, Höllenrabe, ja. Die Segnung tödlicher Schwingschub vergrößert den Schaden, der von deinem Schwingschub verursacht wird. Ach, vom Dash wahrscheinlich in dem Fall. Ja, also... Okay, 88% der Zeit im Takt geblieben ist nicht so schlecht fürs erste Mal. Ich habe halt ordentlich Punkte verloren, weil ich zweimal abgekratzt bin. Ja, Rang 51.900. Es geht schlechter, geht aber auch besser. Naja, fürs erste Mal. Wir waren jetzt das erste Mal in Kaustis. In Kaustis. So, gut, das hätten wir. Dann machen wir jetzt die Marterung. Schauen wir mal rein. Oh, this guy, Glacia Labulus. Head executioner of a particular hell I won't name. Glacia's realm was created when his bloody past caught up with him. Only way to escape his torment is to be a better executioner. So perfect your ballet of murder, because that's what it'll take to come out on top. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Hätte ich behauptet. Abschlachtungen sind das Einzige, was in diesem Reich zählt. Schlachte 25 Dämonen ab. Ja, Abschlachtung ist der Finisher, glaube ich. Zeit 20 Sekunden zwischen den Abschlachtungen. Die Map mag ich nicht. Ich komme nicht dran. Cool. Das war Fail. Ja, das können wir gerade nochmal neu starten. Die Kleinen, also ich weiß nicht, die sterben irgendwie viel zu schnell, um die abzuschlachten. Ja, muss ich jetzt hier hocheiern? Jetzt habe ich den schon wieder gekillt, Mensch. Ich glaub's nicht. Spawnen die gleich rein hier? Sieht nicht so aus. Ne, die spawnen nicht gleich rein. Ach Mensch.
immer ein Schuss zu viel. Ich werd verrückt. Ja, komm, start neu. Ich komm wieder nicht dran. Nein! So. Hallo, Mensch. Jetzt aber. Wo sind die anderen? Ja, ich krieg die Kleinen halt echt nicht abgeschlachtet. Mensch. Nein! So. Eieiei. Das Nachladen noch verfehlen, schön. So, jetzt aber, Menschenskinder. Da sind aller guten Dinge wohl 4 oder 5. Ich habe schon wieder nicht mitgezählt. Heiliges Blechle. Neues Siegel, die Perfektionistin. Wenn perfekte Bewertungen erlangt werden, nimmt der Zorn um 10% zu. Okay. Ja, da gucken wir uns die nächste noch an. Riesenschlechter 2. Schauen wir mal. Auf deinem Weg durch die Mörderung werden dir deine Waffen abgenommen. Abschlachtungen führen nicht zu Lebensenergie abwürfen. Achso, ich kriege keine Heilung. Töte 10 Pirscher und ich verliere meine Waffen. Ja, das ist ja geil. Das ist sehr geil. Aber immerhin. Hallo? Mann! Ich eier viel zu lange an so einem kleinen Furzer rum da. Weg mit dir. Hör doch auf. Nein. Nein, so nicht. Ah, jetzt habe ich die Ding verloren. Bin wieder runtergefallen, Mensch. Weg mit dir. Weg mit euch. Da drüben ist er. Da ist noch einer. Oh Gott. Hören Sie auf. Nein. So. Weg. Nochmal nachladen. Diese Sniper-Spucke von denen.
war wieder ziemlich fail gerade. Komm, setz mal hier hin, ich muss immer heilen. Weg. So. Nachladen wieder verhauen natürlich. Warum auch nicht? So, weg. Stirb. So, komm mal ran hier. Oder auch nicht. Geh wieder weg von mir. Ich will nicht bei dir sein. Ich krieg noch Verzweifler hier. Oh nee, jetzt. Wo seid ihr? Weg. Und? Weg. Ja, rock on. Okay, ist gut. Haben wir geschafft. Menschenskinder. Üble Geschichte. Dein Zorn kann niemals unter mal 4 fallen. Das klingt auch nicht schlecht. Das ist schon Stufe 2 von dem Ding. So, dann gucken wir uns noch den Relikträuber an. Aufgesammelte Relikte ermöglichen es dir, kurzzeitig mehr Schaden zu verursachen, mächtigere Exorzismen auszuführen und mehr Munition zu erhalten. Töte 50 Dämonen mit Vulkan und Höllenrabe und dem Schwert bzw. Speer. Da wechsle ich aber, glaube ich, gleich auf die hier, weil die gefallen mir besser. Das setze ich gleich mal ein hier. Ja, die Range reicht halt nicht besser hoch. Heilen, heilen. So. Boah. Bin wieder voll in der Materie. Bin wieder nicht am Labern. So, spawnt mal rein jetzt hier, Leute. Schaut's aus, wir haben gleich Halbzeit. Geh mal weg. So. Rein mit dem Ding. So, richtig abreißen jetzt noch schnell. Da muss ich hoch. Hör auf. Weg. Was macht der denn hier für Hampelmänner? First try. Wenigstens etwas, Mensch. Heieiei. Ja, diese Marterungen werden immer übler irgendwie. Ich will gar nicht wissen, wie der nächste Hölle werden. Taktstaxierungssegnungen laden sich mit maximaler Geschwindigkeit auf. Das ist auch nicht schlecht. Da haben wir jetzt schon Stufe 3 davon. Holla die Waldfee. So wie es aussieht, haben wir jetzt Halbzeit vom Spiel, kann das sein. 4 Level und nochmal 4. Ja, die nächste Hölle ist dann Gehenna, aber wir sind raus. Wie gesagt, pro Video machen wir eine Hölle mit den Marterungen. Gute Zeit erreicht, finde ich. Deswegen, ich bin raus. Geile Zeit an euch. Noch einen geilen Tag. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Man hört sich im nächsten Video. Ciao, ciao.